Leute, es ist wieder soweit. Pablo Bommes vom spanischen Kochstudio ist für euch am Start und macht der Paella. Paella Valenciana mit Kaninchen und Hähnchen. Wie das geht, wie wir das machen, auf Holzfeuer. Einfach aufpassen im Video. Get ready for action. Herzlich willkommen im spanischen Kochstudio. Ein Falange kocht Spanisch. Das ist unser Produkt heute und so schaut's aus, wenn's fertig ist. Heute machen wir original spanische Paella und zwar Paella Valenciana. Wo kommt die her? Natürlich aus Valencia. Die Paella machen wir mit Karnickel und Hähnler. Gespielt haben wir als Kinder, jetzt sind wir erwachsen. Die Paella machen wir natürlich in der großen Pfanne, 1 Meter Durchmesser. Oh, leck mir am Arsch, ist die schwer. Da liegt er, unser Karnickel erst einmal und da unser Hähnler, die müssen wir ein wenig zubereiten. Ganz einfach, die Karnickel, die werden geliefert mit Innereien, da hängt die Leber noch drin, die müssen wir rausschneiden und auch noch ein wenig die Innereien. Die Karnickel in Spanien werden geliefert mit Kopf, natürlich, da kann man schauen auf die Zehe. Warum? Dass sie uns keine Katz unterjubeln. Hier die Leber haben wir rausgeschnitten, die brauchen wir für die Paella nicht und auch die anderen Innereien. Wir machen weiter und teilen das Kaninchen erst einmal den Kopf, dann schneiden wir in der Mitte das Bruststück da nochmal raus und die Vorder- und die Hinterläufe. Die Stückler, die wir jetzt rausgeschnitten haben, die halbieren wir, auch den Kopf. Den Kopf essen wir zwar nicht, aber wir braten damit an, das gibt einen guten Geschmack auch noch in die Paella. Also wie gesagt, die Stückler, die wir vorhin jetzt rausgeschnitten haben, die teilen wir auch nochmal in der Mitte und da sehen wir nochmal die Innereien. Die kommen weg, da können wir was anderes mitmachen, die brauchen wir für die Paella nicht. Im Endeffekt ist das Zerlegen vom Karnickel für die Paella relativ einfach. Wir machen halt schöner, mundgerechte Stückler. Ihr seht ja die Läufe und da auch die Bauchstückchen, Hinterläufe, einwandfrei. So geht es. Machen wir weiter mit dem Hähnler. Das Zerlegen und Zerteilen vom Hähnler, das ist auch kein Hexenwerk. Nehmen wir erst mal ein Messer und schneiden das Hähnler in der Mitte auseinander. Die zwei Hälften, die wir jetzt haben, die schneiden wir in der Mitte jetzt auch nochmal auseinander. Wir schneiden die Unterschenkel ab und dann auch noch die Flügel und die Bruststücke und die anderen Teile, die machen wir halt auch in mundgerechte Stücke, also einfach ein wenig klar schneiden. So schaut's aus, sind wir mit dem Hähnler auch fertig, jetzt geht's weiter, kümmern wir uns um die Bohnen. Die Bohnen ein wenig waschen, die Anfang- und die Endstückler abschneiden und dann gehen wir her und schneiden die Bohnen so in 2-3 cm Stückler zusammen. Hier kann man es ganz gut sehen. So soll es in etwa ausschauen. Und wie immer, aufpassen im Video. Freilich aufpassen, jetzt gehen wir raus in die Botanik und unser Paella-Pfanne, die müssen wir erst einmal richtig schön an die Waage legen, sonst haut uns die Soße ab und dann fangen wir an mit einem Feuer, kann Studenten ranlassen, denn das Feuer, das soll auch brennen. Unser Glanz fällt da drauf und dann kann schon losgehen. Mit was? Natürlich mit Olivenöl, da gießen wir schon ein wenig was rein, ein schönes Olivenöl aus Spanien, jawohl, ein wenig rein in die Pfanne und dann braten wir unser Fleisch an. Wir fangen an mit dem Karnickel und hauen mal die Schenkel und die Teile, die wir zusammengeschnitten haben, schön ins heiße Olivenöl rein. Also alles rein, was wir vom Karnickel da haben und beim Huhn machen wir das gleiche, backen wir die Stückler, die wir zusammengeschnitten haben, alle nach und nach ins heiße Olivenöl und braten das schön an. Ein wenig größerer Löffel ist schon praktisch, da können wir die ganzen Fleischteile schön umdrehen, weil wir müssen ja richtig gut im Olivenöl anbraten. Wenn wir das gescheit anbraten wollen, müssen wir zwischendurch ein paar Scheitler Holz auflegen.
Und jetzt können wir auch schon mal anfangen, ein wenig Salz und salzen unsere Fleisch- und Händlerstückler. Und ihr aller kennt ja meinen Spruch, kochen ohne Alkohol macht überhaupt keinen Sinn. Aber nicht nur Bier saufen, Leute, wir müssen auch ein wenig weiterarbeiten. Also unser Fleisch ein wenig umrühren, ein wenig umdrehen und dann geht's auch schon weiter. Dann nehmen wir unsere Bohnen, die wir vorhin zusammengeschnitten haben, die kommen jetzt in die Paella-Pfanne rein und werden auch mit angebraten. Der nächste Schritt, wir nehmen spanische Bohnen, Alubia, die kommen jetzt auch noch in die Paella rein. Gleiches Spiel, reinschütten, anbraten. Ein kurzer Flug über das Meisterwerk, was wir bis jetzt geschaffen haben. Ich bin der Meinung, das passt schon. Machen wir uns ein wenig Platz im Fendler, also alles mal ein wenig auf Seiten schieben, damit wir in der Mitte ein schönes Loch haben. Was kommt jetzt? Jawohl, Tomaten. Die Tomaten reiben wir zusammen, denn die Haut brauchen wir nicht. Gibt ein richtig schönes Tomatensösler und ab dafür in die Mitte rein die Paella rein. Auch hier braten wir die Tomaten ein wenig an und dann, wie soll es anders sein, brauchen wir ein wenig Paprikapulver, ein süßes, machen wir uns auch wieder ein wenig Löchler und das Paprikapulver rein, aufpassen, dass es nicht verbrennt, verrühren das mit den Tomaten und dann verrühren wir das alles gesamt mit den Bohnen, grün und weiß und mit dem Fleisch. Etzertler gießen wir auf mit Wasser oder Brühe, je nachdem, was ihr halt da habt. Leute, halt euch fest, für die Paella habe ich insgesamt 6 Liter gebraucht. Zwischendurch haben wir natürlich auch noch ein wenig salzen und Safran macht den Kuchen gelb, Safran macht die Paella gelb. Also wir würzen jetzt hier auch nochmal mit Safran. Hier nochmal wunderbar im Bild zu sehen. Unsere Paella muss jetzt hochkochen, also machen wir Feuer unterm Kessel und geben richtig Gas. Vorhin habe ich ja schon mal gesagt, während der Bratzeit vom Fleisch, dass wir ein wenig würzen, zwischendurch auch. Also nehmen wir jetzt mal einen Löffeler und testen den Salzgehalt. Wenn das passt, nehmen wir unseren Reis und fügen unseren Reis hinzu. Faustformel hier immer, ein Teil Reis, drei Teile Wasser oder Brühe. Nach meiner Erfahrung, lasst beim Feuer machen keinen Studenten ran. Wir brauchen richtig gut Feuer, wir brauchen Hitze, 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 also Scheidler Holz auflegen. Es muss jetzt richtig gut kochen, dass es kracht im Karton. Das seht ihr hier, der Pablo hat richtig schönes Feuer gemacht, hat ein paar Scheidler aufgelegt, die Paella kocht, jawohl. Jetzt lassen wir das mal ein wenig runterkochen, bis der Reis hochkommt, da sieht man das schon. Und dann reduzieren wir langsam nach und nach die Hitze, sonst verbrennt uns das Ganze. Da braucht man ein wenig Fingerspitzengefühl dazu. Der letzte Schritt der Würzphase, wir nehmen ein wenig Rosmarinzweige und legen die auf die Paella. Es gibt den letzten Feinschliff für den Geschmack. Dann schauen wir noch mal ein wenig blöd ins Feuer rein und dann kommt der Schwenk in die Botanik. Schauen wir mal, wie es da drüben so ausschaut, ob die Palmen schön wachsen, ob der Himmel blau ist. Und wenn wir das auch gemacht haben und wenn wir da fertig sind, dann hauen wir noch einmal ein wenig Röstaroma in die Paella rein, dass der Reis ganz leicht unten ein wenig angebraten ist, leicht röstig. Es gibt den perfekten Geschmack. Dann haben wir abgerundet, dann sind wir fertig, dann können wir essen. Und was meint ihr? Schaut das gut aus? Ja, das Rezept, das passt schon, oder? Also vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Pablo Bommes, das spanische Kochstudio. Ein Franke kocht Spanisch. Servus. Ba, ba, ba.
Three, four.